Vancouver ist die attraktivste Großstadt Kanadas. Ihre Lage zwischen Küstengebirge, Fraser River und Meer sind unübertroffen. Bereits 1792 steuerte der britische Kapitän George Vancouver auf der Suche nach der legendären Nordwestpassage sein Schiff in das Barrett Inlet, eine tief ins Land reichende Bucht zwischen der heutigen Downtown und North Vancouver. 1808 erforschte der Pelzhändler Simon Fraser den Fluss, der heute seinen Namen trägt. Die erste Siedlung gründeten erfolglose Goldsucher 1858. Die Stadt gehört zum Regionaldistrikt Metro Vancouver und ist damit die größte Monopolregion Westkanadas nach Toronto und Montreal. Vancouver hat ungefähr 650.000 Einwohner. Is one piece of a multi-million-dollar renovation of Christ Church. Today, Christ Church feeds the homeless and embraces the full diversity of Vancouver. Look to your right. Engine 374 symbolized the national dream, a steel rail line that unites. Gerade durch Chinatown, aber viel von China sieht man nicht. Chinatown, this town. Das haben wir schon besser gesehen. San Francisco. Das ist die berühmte Dampfuhr von Vancouver, die einzige Dampfuhr in der Welt, die heute noch funktioniert. Der älteste Bezirk Vancouvers ist die Gastown. Dieser ehemalige heruntergekommene Stadtteil wurde für Touristen perfekt aufpoliert. Die Steam Clock wird vom zentralen Heizungssystem der Stadt angetrieben. Das zweite Wahrzeichen von Gastown ist die Statue des berühmt-berüchtigten Stadtgründers Jesse Jack mitsamt Whiskyfass. Leicht daneben.
willing to play my part, living with painful memories, loving with all my heart. Made in heaven, made in heaven. It was all meant to be. Yeah, made in heaven, made in heaven. That's why they say. In my heart. I'm having to learn to pay the price. They're turning me upside down, waiting for possibilities. Don't see too many around. Südlich der City, mitten im Falskrieg, Meeresarm, liegt Grenville Island. Die 1913 aufgeschüttete künstliche Halbinsel diente bis in die 1970er Jahre hinein als Industriestandort. Später erweiterte sich Grenville Island langsam zu einem Komplex mit Restaurants, Kunstgalerien und einer University of Arts. Nochmals der Bahnhof. Mittagszeit in Vancouver. Und wieder sind wir mit dem Bus unterwegs.
Wir laufen am Wasser entlang zum nächsten Busstopp. Rechts die Library von Vancouver ist nach dem Kolosseum nachgebildet. We love unique buildings, but great architecture goes beyond brick, stone and glass. Chinatown die zweite. Das chinesische Kulturzentrum. Aber die Drachen haben es noch nicht. Der chinesische Garten. Wir sind jetzt zum Stanley Park gefahren mit dem Auto und haben diese tolle Aussicht auf Vancouver. Wir sind jetzt einen Kilometer weiter gefahren und haben dann diese Aussicht. Stanley Park erkunden wir auf der Uferstraße. Auf ihr passiert man neben anderen Aussichtspunkten eine Gruppe hoher Totempfähle. Die meisten davon sind Replikas alter Totempfähle der Haida-Indianer. Wir sind jetzt am Prospect Point, einem berühmten Aussichtspunkt vom Stanley Park.
Wir fahren jetzt wieder ins Hotel zurück und damit ist der Tag für uns heute gelaufen. Heute ist Dienstag, 19. Juni 2018. Wir fahren jetzt von Vancouver weg und fahren auf diese Insel. Unser heutiges Tagesziel ist Victoria. Guck mal, da hinten ist der andere Punkt. Wir sind immer noch auf der Brücke. Richtung Fähre. Noch ein paar Kilometer, dann sind wir bei der Fähre. Wir fahren hier über eine Art Damm zum Fährhafen. Zahlen wir $106. Das sind ungefähr über 60 Euro. Es geht jetzt auf die Fähre. Noch
Wir sind jetzt bei Walmart. Hier geht der Einkaufswagen die Treppe hoch. Wir fahren jetzt in Victoria zu unserem Hotel. At your destination in half a mile. Am südlichen Ende von Vancouver Island liegt Victoria, die ausgesprochen attraktive Kapitale von British Columbia. Ihr Name erinnert an die britische Königin, die Architektur und die roten Doppeldeckerbusse an London. Die Bewohner pflegen die Tradition und es heißt, dass es dort mitunter sogar britischer zugeht als in Großbritannien. Die Eroberung der von Indianern besiedelten Insel durch Weiße begann erst Mitte des 19. Jahrhunderts. James Douglas erkundigte 1842 ihre Südspitze für die Pelzhandelgesellschaft Hudson's Bay Company. Im Folgejahr entstand Fort Victoria und 1849 ernannte die britische Krone Vancouver Island zur Kolonie. Das berühmte Fairmont Hotel. Nochmal das Fairmont Hotel. Das Parlamentsgebäude. Und der Hafen. Heute gehen wir ins britische Museum. Bei unserem Spaziergang durch Victoria zum Museum kommen wir durch zu diesem viktorianischen Gebäude aus dem Jahr 1892. Thank you.
In diesem Haus aus dem Jahre 1895 erhielten die Goldsucher ihre Registrierung und ihre Genehmigung zum Goldsuchen am Klondike. Hier sind die Wappen aller kanadischen Provinzen dargestellt. 100 Jahre Kanada 1967. Hier gibt es eine ägyptische Sonderausstellung. Nofretete, Königin vom Nil. Original steht in Berlin. Ein Weißkopfseeadler, Wappentier der USA.
kleiner Nachbau des Schiffes Discovery, in der diese Küste erforscht wurde.